Kommen wir jetzt zu der häufig geäußerten Behauptung, dass die Mathematik eine Universalsprache ist. Also das kann auf zweierlei Arten übrigens verstanden werden. Also eine Sprache, die überall gesprochen wird, oder eine Sprache, die für alles verwendet werden kann. Wir wollen uns beide Aspekte anschauen. Also zunächst, dass sich die Mathematik nicht an Landesgrenzen hält, das ist wohl klar. Versuche, wie die eine deutsche Mathematik einzuführen zur Zeit des Dritten Reiches, diese Versuche waren ebenso kurzlebig wie lächerlich. Dass die Bezeichnungsweisen in der Mathematik weltweit ziemlich einheitlich sind, ist ebenso klar. Diese Bestrebungen gelten ja auch für jede andere Naturwissenschaft. In den Geisteswissenschaften kann es verschiedene Schulen geben, die sich über Generationen hinweg lustvoll bekämpfen, aber in den Naturwissenschaften und in der Mathematik kommt derlei kaum vor und nur kurzfristig. Der deutsche Dichter Enzensberger hat die Mathematik als die radikalste aller Geisteswissenschaften bezeichnet. Aber der allgemeine Konsens in der Mathematik ist so einhellig wie innerhalb der Naturwissenschaften. In gewisser Hinsicht sogar einhelliger, obwohl es Hunderte von verschiedenen mathematischen Fachgebieten gibt, wird doch die Einheit der Mathematik eifersüchtig bewahrt. Das Schönste an der Mathematik sind ja die oft völlig unvermuteten Querverbindungen zwischen Gebieten, etwa zwischen den komplexen Zahlen und der euklidischen Geometrie oder so. Als äußerliches Zeichen für diese Einhelligkeit gelten die alle 4 Jahre veranstalteten Weltkongresse der Mathematik, so etwas sind wie die Olympischen Spiele. Es gibt keinen Weltkongress der Physik oder der Biologie, aber einen Weltkongress der Mathematik. Wissenschaftsjournalisten haben auch oft bemerkt, dass es über die interne Rangordnung innerhalb der Zunft fast so etwas wie Konsens gibt. Also in den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel ist sowas ganz anders. Also so einen gewissermaßen soziologischen Sinn ist also die Mathematik gewissermaßen ja einheitlicher als andere Wissenschaften. Und obwohl mathematische Texte dem Laien oft wie verschlüsselt erscheinen, hat die Mathematik wenig von einer Geheimwissenschaft. Zur Zeit des Pythagoras war das anders, aber heute gibt es nur ganz wenige Gebiete, etwa Kryptologie, die teilweise geheim gehalten werden, was für die dort Tätigen unendlich frustrierend sein muss. Also ist die Mathematik eine globale Sprache. Aber ist sie gleich universal? Irgendwie schon. Also wenn wir mit Außerirdischen Kontakt aufnehmen wollen, da gibt es ja kaum eine Alternative. Das ist etwa das Thema des Science-Fiction-Thrillers A for Andromeda, des Kosmologen Fred Hoyle aus den frühen 60er Jahren. Übrigens blieb es nicht nur bei der Fiktion. 1974 wurde unter großem Aufwand vom Arecibo-Observatorium auf Puerto Rico eine Botschaft an Außerirdische geschickt, wo immer die auch sein mögen, da draußen. Und die Botschaft wurde auf mathematisch geschickt. Die Nachricht, die da mit höchster Signalstärke ins Weltall gesendet wurde, die besteht aus 1979 Bits, also 1979 Nullen und Einsen. Der Empfänger, das war die Überlegung, wird nach kurzem Nachdenken verstehen, dass diese Zahl in 2 Primfaktoren, 23 und 73, zerlegt werden kann. Und die Folge der Bits also in eine 23 mal 73 Matrix angeordnet werden kann. Der erste Absatz der so entschlüsselten Nachricht, der zeigt die Zahlen 1 bis 10, natürlich in binärer Codierung. Wir dürfen ja nicht annehmen, dass die Wesen gerade 10 Finger haben werden. Der zweite Absatz zeigt dann, wie viele Protonen die Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlestoff und Phosphoratome besitzen. Die Bausteine der DNA.
Weiter unten kommt dann ein Strichmännchen und eine Größenangabe, nämlich die Zahl 14. Wer immer das liest, soll verstehen, dass wir etwa 14 Mal so groß sind wie die Wellenlänge, auf der das Signal ausgesandt wurde. Dann kommen noch ein paar Angaben über das Sonnensystem und die Lage des Arecibo-Observatoriums. Das alles in Zahlen kodiert. Es ist also klar, dass hier die Mathematik als Universalsprache angesehen wird. Es ist möglich, dass die außerirdischen Wesen keine Finger haben, keine Ohren, dass sie für Musik völlig unempfänglich sind, aber ein bisschen Mathematik müssen sie schon können, um uns empfangen zu können. So verbreitet sich also das Signal durch das All. Das sagt viel über uns Menschen aus, besonders wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Und jetzt zur Mathematik im zweiten Sinn, zur Universalität im zweiten Sinn, universell anwendbar. Hier wird es wirklich erstaunlich. Denn zunächst, wenn man die formale Seite ernst nimmt, spricht ja die Mathematik eher von nichts als von allem. Viele wollen ja die gesamte Mathematik auf die Logik zurückführen, aber wovon handelt die Logik? Von den allgemeinsten Eigenschaften, so wie das Frege und Russell gedacht haben? Also dieser Standpunkt ist überholt. Heute wird eher die Auffassung vertreten, die Logik handelt von nichts. Diese Auffassung geht auf Ludwig Wittgenstein zurück. Die logischen Sätze handeln von nichts, hat er geschrieben. Der Wiener Mathematiker Hans Hahn hat es so zusammengefasst. Die Logik sagt nichts über die Welt aus, sondern sie bezieht sich nur auf die Art, wie ich über die Welt spreche. Es mag also so sein, dass die Mathematik wie die Logik von nichts handelt. Aber trotzdem ist sie ein universell anwendbares Werkzeug. Schweizer Messer des analytischen Denkens sozusagen. Vielen Mathematikerinnen und Mathematikern ist dieser Aspekt gar nicht wichtig. Ja, fast unangenehm. So schrieb vor circa 80 Jahren der englische Zahlentheoretiker Hardy, der reinste der Reinen, in seiner Apology of a Mathematician, dass er alle Anwendungen verachte, sie gewissermaßen als Kollateralschaden betrachte. Gott sei Dank, fügt er hinzu, gibt es doch noch Gebiete der Mathematik, die sich jeder Anwendung entziehen und immer entziehen werden. Und die zwei Beispiele, die Hardy nennt, sind Zahlentheorie, so grob gesprochen die Lehre von den Primzahlen, und Relativitätstheorie. Sie sehen, es hat sich sehr geändert. Nicht nur, dass die Relativitätstheorie in der Kernphysik eine entscheidende Rolle spielt, sogar etwas so Alltägliches wie das Navi-System funktioniert mit der nötigen Genauigkeit. Nur, wenn relativistische Korrekturtherme berücksichtigt werden. Und alle ihre Mails, ihre Kreditkarten, E-Cards sind verschlüsselt durch raffinierte Methoden der Faktorisierung in Primzahlen, die auf hochentwickelter Zahlentheorie beruhen. Man hat den Ersten Weltkrieg als einen Krieg der Chemiker bezeichnet, den Zweiten als einen Krieg der Physiker und hat gesagt, ein kommender Krieg wird vielleicht ein Krieg der Mathematiker sein. Aber eigentlich haben schon im vorigen Weltkrieg beide Seiten die verschlüsselten Nachrichten der anderen entziffert durch mathematische Methoden, hinter denen Mathematiker wie etwa Alan Turing eben standen. Diese zum Großteil ungeplante Wirksamkeit der Mathematik, so unreasonable effectiveness of mathematics, um den Physiker Eugene Wigner zu zitieren, die beruht auf zwei Gründen, die vermutlich eng zusammenhängen. Der eine Grund sind die vielen unvermutenden, überraschenden, manchmal geradezu unheimlich anmutenden Querverbindungen innerhalb ihrer Fächer. Der andere Grund ist die Abstraktion. Diese Eigenschaft wird der Mathematik oft als ein Fehler vorgeworfen, so als brächte sie dieser unselige Hang zur Abstraktion auf die schiefe Bahn. Ganz im Gegenteil. Die Abstraktion ist gerade ihr Erfolgsgeheimnis. Die Bereitschaft, einem Problem alles, was überflüssig erscheint, gedanklich zu eliminieren, dafür aber einen ausgedehnteren Bereich als den der Wirklichkeit zu betrachten.
das tatsächlich Vorhandene mit allen möglichen und sogar unmöglichen Alternativen zu vergleichen. Die Mathematikerinnen und Mathematiker sind die Virtuosen des So-Tun-als-ob, des Gedankenexperiments. Mathematik ist als das Nonplusultra der Technologie, des Technologietransfers bezeichnet worden. So sind beispielsweise Verzweigungsprozesse zunächst entwickelt worden, um das Aussterben von Familiennamen zu beschreiben. Dann auf Populationen von Mikroben angewandt worden. Später dienten sie dazu, nukleare Kettenreaktionen zu beschreiben. Oder um ein anderes Beispiel zu erwähnen, dieselben Methoden lassen sich anwenden auf die Stabilität eines elektrischen Regelkreises oder einer chemischen Reaktion oder einer mechanischen Steuerung. Es geht immer darum, ob ein Eigenwert in der rechten Halbebene der komplexen Zahlen liegt oder nicht. Auch die Berechnung der Eigenwerte riesiger Matrizen ist übrigens die Grundlage für das sogenannte PageRank-Verfahren, das dem Erfolg der Suchmaschine Google zugrunde liegt. Also heute kann man sagen, nicht nur die Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, so wie das Galilei erkannt hat, sondern auch die Kultur, das hinter unseren Apps Algorithmen steckt. Ebenso hinter den Stromzählern, in unseren E-Cards, Kreditkarten, dass die Börsenkurse von Computerprogrammen gelenkt, dass Fotos und Filme und Konzerte digital gespeichert und übermittelt werden, Bildverarbeitung und Visualisierung riesige Industrien sind, dass jeder von uns unmittelbaren Zugriff aufs Internet hat, seine E-Mails verschlüsseln kann. All das beruht auf Signalverarbeitung, auf Codierung und damit auf Mathematik. Diese Digitalisierung ist so allumfassend, dass wir meist gar nicht merken, wie abhängig wir geworden sind. Also wenn wir gerade unser Handy verlegt haben sollten. Schon Leibniz, der nicht nur Mathematiker und Philosoph, sondern überhaupt eine komplette Einmann-Akademie der Wissenschaften war, hat von einer Charakteristika Universalis geträumt, als Grundlage der Scientia Universalis. Den Dingen sollen Zeichen und den Beziehungen zwischen den Dingen, Beziehungen zwischen den Zeichen entsprechen. Leibniz schrieb einem Freund, das einzige Mittel, unsere Schlussfolgerungen zu verbessern, ist, sie ebenso anschaulich zu machen, wie es die der Mathematiker sind. Klingt vielleicht wie eine Utopie, aber weit davon entfernt, gescheitert zu sein, zieht sich durch das Programm von Leibniz wie ein roter Faden durch das rasant wachsende Gebiet mathematische Anwendungen. Bleibt also die Frage, gibt es überhaupt etwas, das der Mathematik unzugänglich bleibt? Oder gilt vielmehr, alles, worüber man sprechen kann, ist der Mathematik zugänglich? Wobei der Ausdruck, worüber man sprechen kann, im Sinn von Wittgensteins Traktatus verstanden werden muss, also in Bezug auf die Darstellungsfunktion des Sprechens und nicht im Sinn von Wittgensteins philosophischen Untersuchungen. Die Sprache hat ja neben der Darstellungsfunktion auch eine Ausdrucksfunktion. Hier hilft die Mathematik nichts. Da gibt es etwas, worüber man eben nicht sprechen kann. Aber darüber schweigen, wie das Wittgenstein in seinem Traktatus vorschreibt, das möchten wir ja auch nicht. Natürlich kann Reden, auch wenn es keinen Inhalt hat, wichtig sein. Man kann es durch Seufzen ersetzt werden oder durch Fluchen oder durch einen Hilferuf. Und hier hat die Mathematik natürlich nichts verloren. Aber dort, wo man über etwas spricht, dort, wo es Sinn macht, präzise zu sein, dort kommt der Mathematik eine wesentliche Rolle zu. Also jener Sprache, die es unmöglich macht, unpräzise zu sein. Ja, und übrigens, wenn die Mathematik über alles sprechen kann, dann auch über sich selbst. Das heißt dann Metamathematik. Aber das gehört schon in ein anderes Kapitel.